irgendwie ähnlich habe teilweise. Ich will irgendwas machen, dann bleibe ich immer hängen oder stehen und die Settings. Level 2 ist der hier. Liegst du gerade hoch auf den Knubbel, um das Ding zu holen, oder bist du schon beim Boss? Beim Boss bin ich. Komm ich rüber. Hier ist Mammut 32. Ich habe ja vorhin fast das Mammut geschafft. Hat er für dich schon einen Nicht-Totenkopf-Level? Ja, ja. Also hier Nicht-Totenkopf? Ja, ja. Können wir den ja auch mal wegen ballern. Auf jeden Fall. Hier ist noch einer, 31. Ich habe den ja schon vorhin geschafft eigentlich. Nur, der hat halt 10% oder so und ich habe ihn versucht zu zähmen, deswegen... Naja, ja. Ja, mal wirklich mal draufhauen. Warte, ich muss die Einstellung wieder ändern hier von den Viechern, dass sie hier... selben Gegner. Dann schießen sie halt erstmal irgendwo hin. Warum auch immer. Warte. Nochmal den. Selbe Gegner und dann nachladen. Warte, ich muss nachladen. Jetzt geht's los. Okay, ich mache jetzt 67 Schaden. Ich habe letztens 40 Schaden gemacht. 99. Das hat mich getroffen vorhin. Das hatte mich getroffen. Dieses blaue Dings da. 2% nur. Geht nicht. Angriff einstellen, oder? Naja. Easy gefahren. Jo! Vegetation auf dem Rücken variiert je nach Exemplar. Sie wurden als Zierde geschätzt. So gab es spezialisierte Marmoresgärtner. Gärtner. Scheint, kann man da auf denen was pflanzen. Okay. Dann könnten wir auch irgendwann den Boss machen. Ja. Mein Chillet ist tot. Krass. Ja, das sind diese grünen Sachen da gewesen. Nee, die mich auch getötet haben. Ja. Dann ran, aber. Oh, was ist das? Blutiger Nacht. Feel bad. Das ist eine Fledermaus. Nachladen. Action, oder? Ja, doch, Schaden hat sie genommen, 500. Da kämpft mein Blut da auch, oder wo ist der? Oh. Das von uns oder von, ja, von unserem Buch? Ja, von mir. Ja, 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 okay. 9% geht nicht. Ja, 13, 14. 36. Ach, zeitgleich geworfen oder was? 37, 38. 6, 67. 99, 100. Easy. Okay. Der Paul lauert seiner Beute in den Schatten auf und schließt sie mit seinem Mantel ähnlichen. Ja, weg ist es. Ja, so eine Art Fledermaus-Dame. Cool. Sind da irgendwas Besonderes auf denen? Ja, oben in der Mitte ist noch ein Portpunkt. Ja, hast du den schon oder was? Nein. Mein Warnerwürm, Mana-Würm oder so immer, ist auch tot. Was ist denn das? Ein Bobby? Die haben wir noch nicht, oder? Wer, wie, was, voll wo? Süß und low hier. Hier oben ist nämlich die mega große gerade Fläche. Ich hab Ruby gefangen. Auch so ein Feuerviech anscheinend. Mhm. Erste Mal seine Art. Und noch ein Mammut hier, okay. Ja, und so eine Kirchenruine ist hier auch noch.
Ui. Wo gehst du da hoch? Die Kirchenruinen sind so Blüten und Saaten oder so. Komischerweise. Noch ein Mammut. Ich bin immer zu Fuß unterwegs hier. Oh, irgendwas ist kaputt immer. Ich sehe dich im Wald vor der Bäume nicht. Ach, da. Ja. Ich bin am Klettern. Hm? Jo. Jo. Du hast Viecher hier? Nö, nee, nicht wirklich. Alles ultra low level, wenn überhaupt. Viele Bäume hier. Vergessene Insel, Kirchenruine. Oh, was ist denn das? Na, so ein Skill-Ding. Ach so. Ich brauche 11 Punkte, ich habe nur 6. Aber was bist du da? Auf 3. Okay, ich bin auf 4. So viele hast du schon mehr gesammelt als ich? Scheint. Ich brauche noch 5, damit ich überhaupt auf 4 komme. Das ich vielleicht. Ich bin auf 4 und hab. Was? Nochmal, das hat die letzte Zahl war weg. Du bist auf 4 und hast. Ich bin auf 4 und hab 8. Yo! Was mit. Bist du in der Karte nachgegangen? Nö. Wenn ich nachts irgendwo rumfliege und sehe, es ist grün, dann fliege ich hin. Schwindest. Hier hast du noch so ein Früchtebaum. Da sind ja ganz viele grüne Sachen. Siehst du das aus der Ferne? Ja. Ah, ich sehe es im Dunkeln, ja. Da sind 3, 4 Stück da auf dem einen Teil. Hm. Ja, ich fliege ja nicht. Ich bin ja immer nur zu Fuß. Naja. Schwierig. Hätte die kurz wiederbeleben können. Scheiße. Voll, hier ist ein Jumbo. Lecker. Sagt ein Vorhang. Ach, das ist so ein Vorhang veraltet auch Portiere oder ein Vorhang ist eine es tut mir Alexa Vorhang erklären. Bevor etwas gehängt wird, um es zu verdecken oder abzuschließen. Ja. Danke. Sind das hier komische Bäume hier? Wilde Inseln hier. Warum so mega low? Oh, das ist wahrscheinlich eine der anderen Startinseln, ne? Wollte ich gerade sagen, ist das auch so eine Startinsel? Hm. Sehen sie doch gut aus. Irgendwelche großen Berge. Schwein, gell, der Rush-Ohr. Das schläft einfach 10. Ja, das sind unsere Start-Pokémons hier. Ja, mal im Schlaf gezähmt hier, easy. Von den Wildschweinen gab es auch Knochen und Leder. Stimmt. Muss ja, oder? Die gehen mal zu der Insel runter. Gucken, was es da gibt. Oh. Hochklettern sind auch nur nachts da, krass.
mache ein paar Punkte hier mit dem Zähmen. Komm unterwegs schon ein paar Level höher wieder. Zack. Dann Ausdauer, habe ich gesagt, nochmal. Zack. Was schläft denn hier? Oh, ja, hab ich da nicht schon? Ja klar. Getötet. Musst du eine Art Ruhestand noch geben, dass man nach Hause kommt. Ui, nee. Echt? Heißt der echt so? Bist du denn noch da? Da ist ja gar nichts, oder? Nur Wasser. Eine ganze Ecke nur. Und ein Level 36er Prin noch irgendwas. Boskop. Kennt man den schon? Ne. Ich würde halt nach Hause meine Tiere retzen, dass ich halt auch fliegen kann. Ja, ja, mach mal. Aber ich bin halt weit weg vom nächsten Retzen. 25, 25, 30, 30, 25. Und. Ja. Ja. Und. Ja. Ja. Was ist das? Blazehole Knock. Bin gespannt, wenn wir auf diese komischen Hexen da treffen, ey. Die uns überfallen haben. Mit dem Hut da, die waren wild. Doch, ich bin ja gleich da. 35 Meter. Ime. Das sind so viele Punkte auf der Karte. Manchmal weiß ich auch nicht, wo ich klicken soll. Supporten. Mhm. Billet und den Mana-Wurm hier. Weiß nicht, ob ich noch so einen habe überhaupt. Aber ich habe Mammut jetzt. Paulpelz. Level, ja, 26, Level 29 Wulmer. Alles Feuervieh. Geil. 29 Wannenwürmer. Was? Ist hier irgendwo ein Bord? Das ist geil. Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wasserqualität von einem Kelpissier, also ein Wasserviech. Kelpsea. Die in schmutzigen Gewässern proben, die in schmutzigen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich ausgesprochene Arschgeigen. So ein Kack. Voll geil. Wenn dieser Paul im Team ist, wird Wasser erhöht. Okay, gut. Ich wollte eigentlich das Mammut da, ich habe da nur das Wort Arschgeigen gelesen, wollte wissen, was das heißt. So, die wurden als Gärtner benutzt hier. Kann als Reiter genutzt werden. Beim Reiten kannst du effizienter Bäume und Erze zerstören. Oh, okay. Ausdauer, Holzfällen und Bergbau. Aber bis jetzt kann dauert's ja noch. Okay. Jetzt läuft eine scheiß Biene mir vorbei. Piss dich. So. Ach, hier gibt's auch Kelpser Ignis. Okay. Wer ist denn die Ignis jetzt? Ja, so ein Feuerkelpi. Achso, wieso stehen eigentlich alle Viecher um dieses Paul-Dings herum? Wieso laufen die mir alle nach jetzt? Hallo? Ist ja gruselig. Was ist mit denen? Ist das eine dufte Truppe und die chillt da gerne. Immer wenn ich F drücke, nehme ich so eine Scheiße in die Hand. Da chillt Level 11 noch ein. Lol, okay. Nochmal.
Und so ein Flugvieh. Habe ich ja noch genug. So Low-Viecher, ey. 14, muss die unbedingt leveln, alle. Okay, du kannst. Okay, das mag ich nicht, wenn du. Mag das ja nicht vorher, aber kann du das auch ganz für dich. Auf. Okay. Jetzt lass ich. Flucht! Okay, tot. SOS. Ein bisschen weit weg, aber in 90 Sekunden schaffe ich es nicht dahin, sage ich. Sag dir, wie es ist. Ah, nie kannst du mich retten. Ja, ich habe mir gerade einen Level 11 Vogel geholt. Mal schauen, wie lange ich überlebe in dieser Gesellschaft. Level 11 Chile, Level 14 Vogel, so. Ist da bei dir noch irgendein Punkt oder was zum Porten oder so? Nein, gar nichts. Einfach gar nichts. Bin schon wieder in die falsche Richtung. Hast du einen Hitze-Outfit noch auf Tasche? Nee, ich habe gar nichts mehr von den Outfits leider. Also nicht dabei. In der Kiste ja. Auf okay. Tasche leider nichts. Braucht man das da oder was? Ja, ich brauche dann Hitze-Outfits sonst. Ja, bring mir auch eins mit, wenn du da bist. Ich warte beim Port, bin am Strand hier. Versuchen, Banditen-Dings zu überfallen. Kann ich die überhaupt bauen? Ja, brauchst du nicht. Gib doch zwei. Oder hast du nicht, ey? Ich hatte mal eins an. Ach so. Ich verstehe. Das wusste ich nicht. Wo hast du deins? In welcher der 1000 Kisten? Jo. Genau. Ich glaube in der zweiten, oder? Hab schon. Seh nix. Nur Granaten werfen, ey. Einfach nur das scheiß Hemd da von dem Tisch nehmen. Verpiss dich, du Viech. Oh, ich hab jemand Neues hier. Was ist das für eine edle Prinzessin? Peach oder was? Das ist eine Daisy. Okay, sorry, verwechselt. Die Peach und Daisy. Alles klar. Kann passieren. Alles irgendwelche komischen Prinzessinnen oder Töchter oder so von Prinzessin. Mein Fortpunkt. Daisy, was ist denn? Daisy ist oft nett zu einsamen Pals. Sobald sich einer davon aber fälschlicherweise mehr ausmalt, klärt sie das Missverständnis mit einem gezielten Blitzschlag direkt wieder auf. Ja, so eine fliegende Wolke, wo eine nette Dame drauf sitzt. Wenn dieser Palm im Team ist, erscheint er in deiner Nähe und gibt dir mit Blitzschlägen Schützenhilfe. Ja, schönen guten Tag. Tag. Ich hab eine Lady geklärt, wenn du welch warst. Eine Lady habe ich ja geklärt, ja. Hast du das Outfit? Hast du das nochmal gebaut? Ich hab deins hier da irgendwo hingeschmissen. Das ist ja nur halb, was denn da mal repariert? Ja, ich hab's aus der Kiste noch mal belos. Das ist aber schon Drecksau. Also fliegen mit dem Viech ist ultra kacke. Das weiß ich leider nicht. Ja, weißt du, Alex sagt auch, das ist kacke. Da wäre ich mit Chill schneller gewesen. Hey. Wiu.
Jetzt wieder Wüstenkacke oder was? Einfach nur Hitze. Okay, Desert Warrior. Was ist das für Viecher? Elektroviecher im Wasser, die Flammenviecher sind es. Okay, okay, okay. Ja, hier ist alles flammenfähig. Cool. Muss genau hinter dem Berg hier. Ach so, ich bin gerade abgestiegen, weil irgendwie ist es, habe ich keine Ahnung. So, deine Rüstung ist ja noch da, ne? Deswegen. Ja, ganze Schiff. Ach so. Ja, mit einem Flügelschlag so, okay, jetzt verstehe ich den. So gedreht, so komisch. So, wenn du Leertaste drückst, dann geht er nur hoch, wenn du noch. Also wenn du W drückst, geht er weiter geradeaus. Okay, okay. Ja. Yo, Ei, hast du gelootet? Nee, oder? Mach ich. Nein. Ich konnte von dem zugreifen, von dem Viech. Ah, hä? Hä? Ja. Tiefer? Tiefer, tiefer. Nur mal Ei. Und ich jetzt darf nicht so oft F drücken, sonst bist du ja. Hab ich's. Heißes Ei. Unlogisch hier. Das ist ein geiles Viech. Ist Level 37, Mann. Ich bin noch nicht so weit, um das zu sehen. Ich sehe auch dich nicht mehr. Ach so. Ah, hier sind die Knochen. Auch. Ist das Magma Taurus? Ja, da, der Feuerfallbruder. Hier lootest du sogar auch. Oh mein Gott, Pyromanen sind hier. Hier lootest du sogar schon diese gelben Sphären. Ja, und dahinter dem Knochenhaufen ist ein Pferd, das ist der Pirin. In Monster und da gab es den Kirin. Den meine ich. Achso, den meine ich, hier ist voll krass. Ah, auch Konstant, ja, auch guck, dabei. Guck dir mal das andere Feuervieh an hier. Ja, ja, ich bin erstmal bei dem. Sind hier mehrere von denen? Keine Ahnung. Ein bisschen Ärger begonnen hier. Wie immer. Ja, hatte ich auch begonnen, da habe ich richtig hart passiert. Dann hier weil kannst du auch hier. Vier, du kannst ja nicht richtig dodgen. Deswegen habe ich ja geschaut, ob es hier irgendwelche in der Nähe gibt. 1,26% ist zu viel. Heilt sich das Ding oder was? 9%? 8%? 9%? Ist mit Gelb? Ist es mit Gelb schwer? Elf, 12%? Hab's. Bild. Was ist an. Oh, 37! Oh mein Gott! Hat mich. Habt aber zugeschaut, was ich gemacht habe. Mein. Oha, mein Mana-Wurm ist down. Jo. Chillig, chillig. Ist aber. Ja, die waren alle, sind alle so low. Hast du dein Zeug wieder? Ja. Die sind alle so low. Deshalb auch nur 60. Ich muss die aber auf mein Level bringen. Das wäre chillisch. Oh, Schwefel hier. Oh, Vulkan. Hier müssen wir das Ei ausbrüten. Ich glaube fast, wir müssen es hier irgendwo hinstellen mit dem Inkubator. Ja. Ah, genau. Ich habe eh ein heißes Ei. Schauen wir mal. Das noch mehr Hitze braucht, wenn es eh heiß ist? Wir brauchen noch, um weiterzukommen, Schwefel plus diese Kohle, die wir in der Höhle hatten. Aber ich vermisse diese ganzen Höhlen und Dungeons. Ich habe am Anfang so viele gefunden bei uns. Wir waren ja dann mal in allen drin, mal so in der Nähe. Irgendwie. Ich dachte, gibt es noch mehr. Oh, ist ja noch mehr Schwefel, oder? Ist dieses Viech aggressiv da? Das 37er? Keine Ahnung. Ach, du hast dich nicht mit dem angelegt. Mit so einem Vogel oder was? Hatte ich jetzt nicht probiert, ne?
Nächstes Mal. Hier sind irgendwelche Level 30er Brüder. Du noch, ach, du bist noch oben, gell? Nee, ich bin hier halt den Krater lang. So, ja, aber oben, ich bin ja noch schon also komisch runtergerollt mit dem. So. Jetzt halt. Alter, sind aber viele gleichzeitig. Die sehen voll düster aus mit ihren komischen Augen da. Wer sind das? Ach so, das sind ja nur so blöde Viecher. Ach so. Ich dachte, es ist zum Zähmen irgendwas. Ja, ist es doch. Och, ich hasse Flammenwerfer. Doppelte für Eisrakete. Wieso drücke ich eigentlich immer Q? Okay, jetzt ist der auch down. Lol. Und ich fast auch. Du bist auch fast gestorben, Mann. Ach, da ist sogar noch einer. Ja, ich habe bei Chillage so blöd E gedrückt, Q gedrückt, linke Maustaste, Steuerung C, keine Ahnung. In die ganze Tasten. Und die Viecher. Jetzt habe ich halt nur noch meine Gefolgschaft. Ich habe so viel Feuereier. Hungrig ist was bei dir wieder. Ja, ja. Ja, das fühlt sich hier so ein bisschen an wie bei den, hier, bei Wiefern in der Schlucht. Ja. Mir ist halt alles beschädigt. Ja, ich dachte halt, hier gibt's irgendwo mal einen Portpunkt oder so, aber... Meine Rüstung, also mein Leben geht hoch, obwohl die Rüstung beschädigt ist und ich müsste eigentlich frieren. Sollen wir nicht selber einfach einbauen? Ach, können wir nicht, ja nicht, ne? Mehr. Ja. Scheibenbrennkleister. Erstmal nachladen. Das sind die Dudes. Sind so Vögel, die wir auch haben, oder? Feuerhexenmagier. Feuerhexenmagier? Feuerhexenmagier. 360 Meter entfernt ist das nächste Portding. Steht bei mir. Okay, da bin ich noch nicht dran gewesen. 230 geradeaus. Bist nicht du der Vogel da oben? Ist das ein Gegner? Ah ja, doch, ist ein Gegner. Ah, das sind 20 von den Viechern. Level 33. Level 33 Wiefern vor uns. Huch. Ja. Ja, jetzt sehe ich auch 200 Punkte, 200 Meter bis zum... Ja, wir müssen uns die Eis... die Metall-Hitzerüstung bauen. Oder sowas. Aber unser Metall-Farm-Spot geht nicht mehr so gut. Hier ist ein Kelpse Ignis. Den hast du vorhin schon gesprochen, glaube ich. Ja. Ich traue mich jetzt nicht anzugreifen und in den Portstein zu haben. Was man hier alles entdecken kann. Hey, so ist Jumbo. So hätte ich mir gewünscht, dass man Elden Ring spielen kann, zu zweit im Koop, so richtig. Geht ja, glaube ich, mit Mod. Wollte gerade sagen, musst du einfach nur kaputt modden, ne? Ja, ja. Irgendwie Multiplayer-Mod, dies, das, jenes, welches. Ich glaube, es reicht doch sogar nur eine. Die Multiplayer-Mod. So, schnell Reise. Heißt es all. Ja, dann komme ich gleich wieder. Muss hier wieder meine Viecher tauschen. Würde ich sterben, wenn die so low sind hier. Chillit und Mana Würmer. Da kann ich nicht einfach diese heißen Eier fressen, mein Vieh ist immer hungrig. Habe ich das gelernt?
Doch, habe ich gelernt. Oh, 40 Barrenkost sowas oder was? Jetzt resistente Metallrüstung, spinnst du? Wir haben halt echt komplett Lack of Barren. Achso, hier sind ja welche. Unsere Farm in der Theorie klappt sie. Ja, Ende der Geschichte. Wie schwer sind denn diese Eier? Überfall, fieser Pallschwarm. Oh Mann, ey. Bist du zu Hause oder bei... Ja, zu Hause. Ich will mich am liebsten einfach wegporten. Die kommt doch da nicht mehr, oder? Oh Mann. Mein Gott, dieses Ding da hier. Tropische, Tracht, tropische. Beginn. Macht ihr mal da. Repariert die jetzige schnell. Haben wir so eine Glocke? Hast du sowas gebaut? Ne, die Glocke habe ich noch nicht gebaut. Hast recht. Ja. Oh. Diese 31er Vögel sind wieder da, diese ganz krassen. Jetzt komm, ich wollte gerade mich verpissen, und du kommst da, okay. Aber die kommen einfach durch die Wand oder was? Ja, ja. Machen unsere Viecher was? Ja, irgendwer macht hier irgendwas. Das sieht doch nicht so richtig was vorne und fein ist hier, ey. Finde ich. Geht es da oben, lol? Oder hat mich fast gewonnen. So kommen halt zumindest ein paar neue Mobs zu uns, wa? Ach, Nightwings sind auch da von den Gegnern, oder was? Ja. Yeah. Dann legt sich schlafen. Ja, moin. Okay, Glocke hatten wir nicht. Kann ja, ich nicht schnell. Ich hab keine Glocke gelernt, ne? Kann ich nicht schnell bauen, oder? Glocke gelernt. Verteidigung, Glocke. Das Ding ist, wir wollen gerade weg, aber können nicht. Jetzt können sie weg. Jetzt sind, glaube ich, sind weg. Die fliegen weg. Ja, ja, die fliegen ich weg. Also, die haben halt unsere Viecher gekillt, also. Aber yeah, sonst so. Auch. Also, hat es nichts gebracht, hier einen Kasten drauf zu bauen? Ja, ja, doch ein bisschen. Es waren schon mehr. Also, die kamen schon nicht alle rein. Du brauchst dann Geschütztürme oder so einen Scheiß. Sind alle tot, alle 12. Muss ich die jetzt alle wegtun oder können wir einmal schlafen? Ist gar nicht. Dann lass uns gucken, einfach schlafen gehen. Geht ja nicht, oder? Es ist der Tag. Soll ich einfach random schlafen gehen? Nee, nee, du schläfst am Tag nicht, das macht man nicht. Das, ich lieg im Bett. Na, ja, ich hab schon probiert, aber ich mach's nochmal. Du weißt ja, das macht man nicht, es geht ja nicht, oder? Also. Du kennst es ja selbst. Niemals würde ich mich random schlafen legen. Fertig. Ich schlafe noch. Ja, passiert aber nichts. Es wird halt so beigebracht, dass das nicht funktioniert. Ist ja klar. Kann man schlafen. Bei mir klappt's. Habe. Du musst dann halt von der Gesellschaft was anderes lernen. Das geht so nicht. Fick die Gesellschaft, Mann. Oh, jetzt hart. Die ist doch super. Zum als Ausbeuter, also ist sie super. Ja, aber der Teddy hat überlebt.
Ja, der hat sicher 20 mal so viel HP wie alle anderen. Welchen Modus will man denn? Aktuelle Anweisung, Eindringlinge zurückschlagen. Ja, ist gerade total komisch. Ich denke, wenn ich drauf drücke, kommt das erst. Aber nein, es ist die aktuelle Anweisung. Ändern, Arbeit und wieder zurückschlagen. Aber da, ich glaube, die müssen alle draußen sein. Ich weiß ja nicht genau. Das auch zählt für die, die dann irgendwann kommen. Ja, doch mal hier auf die Seite. Da. Okay, der Chill ist nicht gestorben. Passt. So, der 10 ist, sind sie bei mir. Ja, das Gute ist ja, dass du sie halt wiederbeleben kannst. Also, ja, dass sie halt nicht tot sind. Bei Ark hättest du immer die Arschkarte, wenn so ein Giga kommt. Ja. So eine kleine Basis. Naja, also das ist halt schon wild. So. Achso, ich hatte gerade die Dingrüstung bestellt hier, die Zerrüstung. Krass, Mann. Wo wir noch nie waren, ist eigentlich das Schneegebiet. Doof, wie ich das so sage. Eben, verstehst du? Wir waren noch nie im Schneegebiet. Ne, verstehe ich nicht. Okay, ich auch nicht. Ich spiele einfach nur Just Saying, weißt du? Mhm. Ja, ich drück halt hier mit meinem Makro und Bau. Und die restlichen sind alle tot, die können nicht herlaufen. Oh, der anders leicht verletzt, der Chillit. Jetzt nicht mehr. Okay, gut. Gibt es Selbstschussanlagen mit Strom oder? Dieser eine Affe da, glaube ich, hat irgendwas gebracht da draußen. Da muss das ganze Dach voll sein mit diesen. Was war das da so? Armbrustschutzdinger, das stehende Armbrust. Naja. Aber kannst du nicht machen, weil. Du hast ja nicht so viele Richtig. Affen, die das da machen. Willst du das machen? Und dann sagt halt denen, dass sie sofort dann angreifen sollen. Auf dem Weg dahin sterben sie und da warten können sie auch nicht. Aber die Konsequenz ist nicht so schlimm. Wie passt das hier? Ja. Rüstung, ich brauche noch Leder. Da kann ich noch eine bauen. Leder ist halt auch wild. Ui, was ist hier? Gefrorenes Ei. Ich habe ein gefrorenes Ei, ich habe ein heißes Ei. Boah. Scheint die Eierkisten, obwohl hier gar keine Eier stehen. Wer kam denn auf so eine Scheißidee? Du.
Check nicht, dass dieser komische Pal immer hungrig ist. Geh doch hin, friss was. Mach ich jetzt auch. So eine schöne Brancherie gebratene Keule mit Kirschen. So. Gib den mal hoch. Und schmeiß dir mal, dass er was essen soll. Hier. Ist. Zuweisung, Wandfackel, fehlgeschlagen. Aber zumindest dreht er sich um und isst dann. Ach, der kommt da nicht richtig hin. Lol. Scheinend. Der ist zu groß, wegen dem Dach. Hm. Ich verstehe sie. Verstehe sie, meine Damen und Herren. Noch 4 Minuten, dann haben wir wieder alle. Alle Leute. Jetzt ist die Meta noch als Ding auch noch, ey. Als Rerun, die ganze Zeit im Laufen. Hm. Ich verstehe das mit LOL nicht. Ey, ich muss irgendwann mal LOL anfangen, Mann. Ohne Scheiß. Ich verstehe das nicht. Fühl ich. Ja, ich bin auch LOL. Also, Velo, LOL und so. Keine Ahnung, was die alle haben. Das ist schön geräuchert werden hier. Hast du die Tür zugemacht? Lecker. Ja, wir können schon ganze 4 Kuchen bauen. Ja, hä, hey, lol. Genau da habe ich auch gerade drüber. Tochter, 4 Tochten. Naja. Ja, das können wir ja mal testen, wie das abläuft, wenn du Lust hast. Wir müssen halt eh warten. Wir müssen schauen, wenn wir so ein Shiny bumsen lassen. Hast du Shinies? Ich habe nur, glaube ich, keinen. Ich habe nur einen. Nee, ich glaube, ich habe keinen. Ich habe nur das scheiß Schaf. Kann man. Ja, aber ich lasse doch nicht scheiß Schafe bumsen. Nee, das ist doch kacke. Wer lohnt sich zu vermehren? Naja, ich hätte gesagt, wir würden warten, bis die beiden Dracheneier durch sind. Ja, dann ist es so eine Scheiße, bestimmt wieder. Ja, zum Testen einfach. Wir können es ja noch machen, mehrfach. Einfach probieren, das meine ich jetzt. Wie das ist. Mit den Fliegeviechern? Ja, okay, erzähl deine Theorie weiter. Was für ein Geschlecht hat denn dein Chillet? Ich habe mehrere. Der ist männlich. Und okay, der andere. Ich habe ein weibliches. Ist auch männlich. Okay, ich habe ein weibliches. Ich habe 17 und 22. Was hast du? 20. Level. Die Werte, warte, der eine ist Drachentöter und Endlosmagen ist negativ. Meine hat nur Frohnatur. Lol, die haben ganz andere Attacken. Drachenkanone, Eisrakete, Drachenwelle. Eisrakete, ja, Drachenwelle, Eisschnitter. Oh mal, ich tu mal hier zum Vergleich hier schicken. Mal kurz hier reinschicken. Einmal. Und der andere hat das genau andersrum irgendwie. Was für ein Scheiß. Kriegt das? Oh, fuck. Was ist das? Sie? Das hat erst. Da. Okay, das ist heftig. Ja, diesen einen mit dem Endlosmagen, der ist halt scheiße, Mann. Also ich möchte keine negativen Effekte haben. Ja, dann lassen wir den doch bremsen hier. Den, ich nehme den mal mit hier. Ja, ich habe den eh dabei. Ja, schlafen können wir, glaube ich, trotzdem. Was meinst du?
Ja. Wir bräuchten noch Leder, dann kann ich auch so eine Rüstung bauen, aber wir gehen, glaube ich, nicht so nicht mehr so schnell in die Wüste jetzt, oder? Obwohl ich da die neue Tiere schon gern sehen würde. Nur ich glaube jetzt wirklich, diese Viecher, warum ist dieser Chillet so hungrig, der hier in der Basis ist? Kommt der nicht dahin, oder was? Egal. Ja. So. Wurscht. Haben wir schon Torte gebaut? Nee, oder? Nee. Gebaut. Gezüchtet tue ich die. Ich baue mal eine. Bevor die Sachen kaputt gehen. Ach stimmt, wir können. Ja, okay, gehen ja kaputt, lol. Hier kann keiner helfen, es gibt ja keine Leute, warte mal. Ich muss sie wieder rauslassen. Den Tiger. Ich hab die extra sortiert. Müssen die dann auch im Lager, also im Camp sein hier? Wie meinst du im Camp sein? Na, im Lager. Ich hab sie oben hin, ja. Weil ich glaube nicht, dass wir die oben einfach so hinsetzen können. Nicht? Nee. Nicht einfach einen Startbumsen-Knopf. Wir brauchen noch einen Mutator. Scheiße, der Kuchen dauert eine Stunde. Oh mein Gott. Leicht verletzt, hungrig, leicht verletzt sind die alle. Oh, ja, ja. Das habe ich in die Flasche geholt. Das ist schon wieder warm. Halber Sommer. Boah, mich graust, Mann, es wird bald immer wärmer, gell, weißt du das? Jetzt schon Angst. Ja. Irgendwann hört es nicht mehr auf. Warte 2 Stunden, Mann. Uns hilft der Feuerfuzzi. Ich glaube echt, ich stehe jetzt 10 Minuten hier, ohne Scheiß. Das ist krass. Der Balken geht nicht weiter. Ganz langsam. Wahnsinn. Wir alle hungrig. Ich esse doch was. Ah ne, ich stehe nicht. Ich habe keine Geduld für sowas. Ich stehe ja keine 10 Minuten. Mach nichts. Dann will ich essen oder so. Ich glaube, der kommt ja nicht mehr durch. Guck mal, ich habe den hingeschmissen. Wir müssen die Essensbox woanders hin tun. Wo es höher ist, hier auf die andere Seite. Da wo vielleicht noch potenzielle Betten hin können, aber müssen wir die Box dahin tun. Bauen? Futtertrog. Können wir die noch mittiger tun, aber dann stehen die alle da. Das war irgendwie doof. Mal dahin. Du bist schon wieder in Action? Ja, ich probiere hier so ein Spell aus, so eine Attacke aus. So sagen wir nicht so fern. Längste Ladezeit der Welt. Oh, man kann sich währenddessen nicht bewegen.
Gefühl war mir da. Die, auf den Tieren zu sein, das ist. Also, das gemountete Feeling ist nicht schön. Also. In my opinion, müsste man noch dazu sagen, ne? Ja, schon. Ja, ich weiß, was meinst. Wie zieh weg? Und die Reichweite ist halt ganz gut, oder? Und das war's auch. Können gleich alle essen, sie gehen alle so voller Droge, aber es ist nichts drin. Oder? 1000 Bären gibt's hier. Hier, die können zumindest von ein paar Seiten essen, passt. Gut. Ich höre ganz seltsame Sounddinge. Na ja, das ist nicht so schlimm. Es wird dir geholfen. Schaust du YouTube wieder, dann weißt du, wie es weggeht. Kein Problem. Ja, ja, ja. Easy. Ich habe nur noch 57 Pfeile? Krass, ich war voll auf Achse, Mann. Okay. Boah, wenn ich jetzt rüber gehe, werden wir bestimmt angegriffen drüben. Aber ich wollte trotzdem schauen wegen dem Metall. Mir egal jetzt. Aber dann gehe ich wieder weg. Oh mein Gott, alle haben hier Hunger. Und der Futtertrog ist voll. Ja, dann geht doch essen. Okay, jetzt wenn ich da bin, kommen alle essen. Ah, das läuft nicht, wenn man nicht da ist. I see, wenn ich jetzt hingehe, gehen alle essen. Auf einmal. Dann geht's weiter, die Arbeit. Ah, okay, das ist halt doch so ein bisschen im Schatten, das Ganze so. Nicht so gut berechnet. Wir müssen halt da sein manchmal. Mhm. So immer mal wieder hinporten. Fühlt sich noch nicht so wild dann wie bei Arnold über die verschiedenen Inseln. Da habe ich dann irgendwann den Verstand verloren. Zu viele Inseln gleichzeitig managen, aber hier geht's noch. Jetzt machen sie das wieder. Was haben sie gemacht in der Zeit? 50 Erz, wow. So. Das ist schon eine Menge. Ausgehungert, schwer verletzt. Warum ist der ausgehungert? Der chillet. Und schwer verletzt. Was hast du gemacht, wenn ich weg war, Kixi? Ja. Du Schwein. Keine Ahnung, bin draußen und schieß mit dem Laser rum. Ist der nicht hin? Hier ist der. Jetzt bist du. Ausgehungert und schwer verletzt, Alter. Kannst du keinem erzählen, was du mit dem tust. Der hat wirklich null Food. Null. Leben hat er auch nichts. Beim Kühlen ist er verreckt.
Aber dass er nicht essen gegangen ist, verstehe ich nicht. Kann mir jetzt Essen geben, so ist er nicht. Tun kurz Tausch gegen anderen. Also es ist nicht bei jedem chillet der Boss, das Bosszeichen da, gell? Sehe ich gerade. Okay. Aber jetzt bemerkt.